Wir machen heute einen Tarnungsheidensieg im Spieleparadies um 10.000 Euro! Leute, das ist Marvin! Ich hab Marvin! Das ist ausgestopft. Das sind Bälle oder so. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute im Spieleparadies mit insgesamt 4 Teilnehmern. Was geht, Jungs? Moin, moin, was geht? Leute, alle Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare. Burger Pommes! Genau, Leute, und ihr seht schon, alle haben hier heute richtig krasse Tarnanzüge in verschiedenen Farben an. Die kann man sich also heute richtig krass verstecken, Leute. Ihr habt 2 Minuten Zeit heute sogar, euch zu verstecken. Ja. Und wir haben Special Guest, du stellst dich auch gleich vor. Ich würde sagen, es geht los. 3, 2, 1, let's go! Okay, Leute, ich werde jetzt erstmal hier an die Seite gehen, damit ich hier nichts sehe. Also ich bin der Henry, 12 Jahre alt und ich kenne mich jetzt sehr gut aus. Und ich weiß schon, wo ich mich verstecke. Kann ich jetzt hier draufsetzen. So, Leute. Hä? Ey, Marvin! Was denn? Warum sitzt jetzt du hast gesagt, hier, Digga? Du versteckst dich und guckst nicht! Ja, ich jetzt guck guckst nicht. Du weißt gar nicht, dass ich hier bin! Ja, ist okay. Du Butterbirne. Ey. Hä, wieso ist denn Marvin da hinten jetzt noch? Also mein Plan ist eigentlich, komme ich auf das Krokodil drauf? Boah, ich geh mal hier hoch. Leute, drückt mir den Daumen. Ich werde es hier holen. Oh. Oh. Ich komme nicht hoch, ich bin zu fett. So Leute, wir gehen hier jetzt hoch. Ich werde der Gewinner sein. Lukas wird mich niemals finden. So Leute, wir sind auch übrigens hier heute im Tobolino in Mainz. Ihr seht es mal hier eingeblendet. Ein richtig krasses Spieleparadies. Leute, kommt mal alle hier vorbei. Geht mal auf die Website. Und genau, heute wie gesagt ein richtig krasses Special. Ich gucke jetzt einfach mal heimlich. Wir sind nämlich hier heute, wie gesagt, mit 4 krassen Teilnehmern und alle haben verschiedene Farben an. Das heißt, sie können sich noch besser hier verstecken bei der ihrer richtigen Farbe eben. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wer sich hier so am besten verstecken wird und wer die 10.000 Euro gewinnt, Leute. Ich bin heute der Sucher im Burger Pommes Merch. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich werde probieren, da hochzukommen. So, ich bin gleich oben. Hoffentlich findet mich keiner. Das ist übrigens heute das erste Mal, dass ich dabei bin. Ich bin gleich da vorne. Da werde ich mich verstecken. Ich bin jetzt mal versteckt. Wisst ihr, was krass wäre, wenn ich mich hier jetzt einfach in so einer Rutsche verstecke? Weil hier wird er mich niemals finden. Also irgendwie. Ich bin jetzt hier nicht so gut farblich getan, das war nicht so der Plan. Ich komme halt auch nicht hoch. So. Okay, besser geht's glaube ich echt nicht mehr. Also, ich bin jetzt direkt beim Krokodil. Und ich glaube, das ist noch die beste Idee, die ich jetzt hatte. Schreibt mal in die Kommentare, wer hat das beste Kostüm? Gelb, rot, blau oder grün? Stellt mich einfach mal hier in diesem Teil drin. Hier. Oh, ich muss mich aber in irgendwas Gelbes verstecken. Oh, hier ist gelb. Ich bin jetzt hier. Warten jetzt mal auf Lukas. Ich glaube, Marvin wird dir da so ein Cheetah-Versteck haben. Safe call. Der wird so irgendwo an der Decke hängen oder so, habe ich so das Gefühl. Ja, Leontin hat auch immer echt krasse Verstecke. Henry, Leute, er ist hier heute der Special Guest. Er ist nämlich fast jeden Tag in diesem Spieleparadies und er kennt sich extrem gut hier aus. Ist auch ein Zuschauer. So, Leute, ich würde sagen. So, Alter, man sieht mich gar nicht, ich bin voll blau. Oh mein Gott. Ey, ich habe einen richtig geilen Plan. Der wird mich niemals finden, weil ich gehe wow, immer so mit und guck denn, wo er bleibt. Ich leg mich erstmal hier hin, Leute. Hier wird der mich niemals finden, weil ich bin durchsichtig. Okay, Leute, oh, Augen sind auf. Ich sehe auf jeden Fall auf den ersten Blick niemand hier. Ich würde sagen, es geht los, Freunde. Ich würde sagen, als allererstes gehen wir mal hier hinten hin zu den Trampolinen, Leute.
ja, bisschen Jump House mäßig. Da könnte vielleicht sogar Leontin versteckt sein, Leute, weil da ist ja sehr viel gelb. Also alle Trampoline sind schon mal gelb. Das wäre perfekt für Leontin, glaube ich sogar. Und Leute, Leontin weiß auch, dass ich wegen meinem Knie niemals auf Trampoline draufgehen werde mehr in meinem Leben. Wenn er mich hier direkt sieht, dann bin ich so aufgeschmissen. Aber ich tippe einfach darauf, dass das blau ist. Das sieht er nicht. Die sind auf jeden Fall leer. Also hier ist niemand. Schau mal, vielleicht unter dem. Oh, oh. Hey Leute, da kriege ich richtig Angst um mein Knie, wenn ich hier wieder stehe. Wisst ihr, mein Unfall, Leute, auf dem Trampolin bei iCrimex. Und hoppa. Weiß nicht, ob ich runtergehen soll. Oh mein Gott, Luca. Oh mein Gott, Leute. Dort ist er. Da war er einfach. Du kannst mich niemals finden. Er ist zu alt. Er ist ein alter Opa. Okay. Hier habe ich auf jeden Fall im Nachhinein gesehen. Und zwar hier haben wir so ein Lego-Spiele-Paradies, Leute. Aber hier ist niemand, glaube ich. Hier hinter vielleicht. Unter der Rutsche. Nee, hier habe ich auf jeden Fall auch niemanden. Boah, Digga, fast hätte ich mir das zweite Knie kaputt gehauen. Ganz wichtig übrigens, ich werde auch zu meinem neuen Buch am 2.11. in Mannheim ein Meet and Greet, also ein Zuschauertreffen haben. Ihr seht jetzt mal alles eingeblendet, was ihr wissen müsst. Kommt gerne vorbei. Ihr könnt dort mein Buch kaufen und mich treffen. Richtig geile Sache. Diesen Donnerstag, 2.11. in Mannheim. Also hier ist einfach mal so ein Bällebad. Ich muss, glaube ich, ganz kurz ins Bällebad, Leute. Let's go, Junge. Oh mein Gott, hier ist, glaube ich, auch niemand versteckt. Die grüne Rutsche, die wäre perfekt gewesen für Jonas, ich sag's euch. Ist da jemand drunter? Nee. Oh! Ich höre Lukas. Das ist Marvin. Alter! Junge, Alter! Wir haben auch niemanden hier mit blauen und roten Kostüm. Oh, ich glaube, Lukas ist da. Man sieht schon, ey, da liegt Jonas. Ich geh mal ein bisschen auf Spurensicherung, auf Suchung hier. Ich könnte mir vorstellen. Warte mal, wir gehen da hinten hin. Ich glaube, da ist Fußball. Lol, da hinten leuchtet irgendwas. Oh, da ist er! Da ist Lukas. Nee, scheint aber auch niemand zu sein. Oh, was finden wir denn hier? Alter, oh mein Gott, die sind zusammen. Leute, ihr seht es, sonst wäre das ein krasses Paar, wobei. Oha! Marvin! Marvin! Oh, das ist Leontin. Ich muss hier richtig aufpassen. Professor Lukas muss mal hier ganz gut gucken. Oder Detektiv Lukas, so eher. Lol! Digga, da ist ja niemand. Digga, das wäre das krasseste Versteck gewesen. Wobei, ich hätte es eigentlich direkt gefunden. Lukas geht zu dem Blob oder so. Ich hoffe, da ist Marvin. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe ihr wärt. Und schreibt alle in die... Hashtag Burger Pommes, schreibt alle das in die Kommentare. Da ist Lukas. Da ist Lukas. Ich habe so einen krassen Plan, Leute. Passt einfach auf. Vielleicht ist da oben auf dem Vulkan jemand. Leute, vielleicht ist da echt jemand oben. Oh, der hat einen richtig krassen Plan. Der geht einfach da hoch, damit er alles sieht. Ist das krass. Oh, hier ist niemand, Leute. Ey, ich hätte mir vorstellen können. Komm, als nächstes müssen wir hier zu diesem krassen Krokodil, was die ganze Zeit das Maul aufmacht. Oh, Jonas könnte sich hier aufhalten. Ey, Jonas hat nämlich einen komplett grünen Anzug. Oh mein Gott, Leute, da ist der einfach. Oha, ich verstecke mich hier in dieser Rutsche. Das wäre so ein krasses Versteck für Jonas irgendwo. Ja. Wir gehen hier mal rein, würde ich sagen. Ihr seid nicht in der Nähe. Ich bin beeilt, ich bin blau. Der ist ganz dicht an mir dran. So, Leute. Okay, nee, hier sehe ich auch niemanden. Bro, hier ist ja echt gar niemand. Ich check's nicht. Wo sind die Leute? Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Das wird natürlich richtig cool werden. Da ist er. Oh mein Gott, Leute. Das ist krass. Alter, Jonas, das ist ein richtig krasses Versteck, das du hier hast.
Der hat dich bis jetzt noch nicht gefunden. Er ist dir vorbeigelaufen. Hast du gesehen? Geisteskrank. Mach mal weiter. Ich guck mal eben. Also generell, schreibt Kommentare. Like das Video. Das würde mich richtig freuen. Vielleicht bin ich dann nochmal dabei. Vielleicht aber auch nicht. Wo sind wir alle, Alter? Okay, Leute. Oh, da habe ich eben was gehört oben. Ja, ich sehe da gerade jemanden. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen ja mal die Rutsche hoch. Es ist natürlich nicht erlaubt mit normalen Straßenschuhen. Wir haben heute eine Ausnahmeregelung. Macht das nicht nach. So Leute, ich laufe mal schnell weg. Oh, oh. Ich verstecke mich hier. Okay, Leute. Oha, ich habe da was gehört. Wer war das? Leute. Da läuft Leontin. Okay, Leute. Oh mein Gott, ist die steil. Digga. What? Ey, Leute, guck mal, die geht komplett senkrecht. Ich bring den jetzt. Oh, oh. Oh, ich glaube, da passiert was. Bleib lieber stecken. Alter, was ist das denn? Das ist ja geisteskrank. Oh mein Gott, das hat die gleichen Farben wie ich. Leute, guck mal, diese Tarnfarbe, ich bin blau. Okay, ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ich weiß auch nicht, wo Lukas ist. Ich höre ihn jetzt auch nicht mehr. Leute, ich bin unter dem Trampolin einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey Leute, ich werde hier so runterfetzen, sage ich euch. Oh. Ah! Ah! Wow. Alter, ich bin richtig weggefetzt, ne? Alter. Ey, das ist. Ey, die ist so krank, diese Rutsche. Unnormal. Digga, ich glaube, die ist. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren die hier freigegeben ist, aber schon krass. Wer ist hier versteckt? Ich sage euch ehrlich, der findet mich eh nicht. Ich kann das ruhig aufmachen, ich bin zu krass. Hashtag Burger Pommes, Leute, gönnt euch die Merch. 11.11. Leute, ganz wichtig, Leute, stark limitiert. Der neue Burger Pommes Merch mit einer handsignierten Autogrammkarte von Lukas und mir. Und natürlich auch. Den neuen Adventskalender, Leute. Seid auf jeden Fall schnell. Ihr seht die Sachen gerade eingeblendet. Der letzte war unter 24 Stunden ausverkauft. Deswegen auf lukasbs.de. Seid schnell. Könnt euch den Merch. Schreibt mal der Hashtag Burger Pommes in die Kommentare. Burger Pommes! Wo kann man hier denn hochgehen? Ach, da hinten. What? Leute, ich sag euch, 100% wird hier jemand oben sein im Klettergerüst. Oh, ich habe ihn gesehen. Okay, das ist da hinten scheinbar. Okay, laufe ich jetzt auch einfach irgendwo hin. Okay, Leute, hier gehen wir jetzt als nächstes lang. Wir sind hier übrigens um 3 Uhr nachts im Spieleparadies. Deswegen ist es auch ein bisschen dunkler, Leute. Ich glaube, ich weiß, wo jemand ist. Da oben in der Röhre wird bestimmt jemand sein. Oh! Nee, da war niemand drin. Hä? Als ob, Bro. Ey, Leute, ich habe eine krasse Idee. Ich mache IQ 3000. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich cheate jetzt einfach. Ich ziehe das Kostüm aus und leg das da vorne hin. Dann denkt ihr, ich bin da drinnen. Oh, das ist so gut, das ist so gut. Ich komme hinter die Rutsche eventuell. Das ist so gut. Boah, das ist richtig gut. Wir sind hinter der Rutsche. Boah, ich kann die übel chillen einfach. Das ist 100% besser als jedes Versteck. Ey, ich fühle das mal mit den Bällen. Da ist Marvin. Ich bleib hier. Jetzt hat er seinen Anzug ausgezogen. Was geht denn jetzt ab? Das ist eine gute Idee. Das wird er gar nicht merken. Pass mal. Ich hab einen guten Trick. Nee, ich bin gleich wieder weg. Chill mal. Du musst gehen. Jonas, ich cheate gleich. Ich bin gleich weg. Ich hab einen richtig krassen Plan. Ja, ich seh's schon. Das wird bestimmt nicht funktionieren. Ja. Ich füll das jetzt. Ich denke, ich lieg da irgendwo in der Ecke. Das ist die dümmste Idee eigentlich. Ja, gut. Okay. Hä, Digga, warte mal. Wenn hier niemand ist, dann müssen wir, glaube ich, rübergehen. Ich glaube, da müssen wir einmal hier durch. Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Leute, ich weiß nicht, was das hier heute ist, ey. Ey, die sind ja richtig gut getarnt heute alle.
Oha! Hier sind aber richtig krasse Verstecke. Hier kann man, glaube ich, sonst so Kanonen schießen. So. Ihr seht ja diese Rutsche, die so gekringelt ist. Ansage, da ist jemand drin. Ich glaube, hier könnte jemand drin sein. So, Leute, ich gucke jetzt mal hier. Oh! Oh! Alter, Leute! Alter, hier war einfach niemand. Oh mein Gott. Ich hab gedacht. Ey, hier liegt niemand in der Ecke. Ey, Digga, da habe ich glaube ich gar nicht nachgeguckt vorhin. Es wäre so lost, wenn da jemand war. Das ganze Kostüm ist gleich ausgestopft. Das ist so heftig. Und was wird das dann? Ja, ich pack das hier vorne hin, dann denkt er, ich lieg da. Und dann? Dabei bin ich da gar nicht. Ja, dann hast du aber kein Kostüm mehr. Ja, aber nee, aber ich hab den gescheatet. Wer cheatet, gewinnt. Ey, Bro, wo sind Leute hier versteckt? Ich sehe hier nur da hinten die Reinigungskräfte gerade. Ich rutsche jetzt hier auch einfach mal runter. Okay, Leute. Oh! Das sieht so dumm aus. Lukas denkt jetzt, ich lieg hier. Aber ich bin das gar nicht. Boah, das ist eine 10 von 10. Dies. Ey, Bruder, es tut mir leid, aber du musst jetzt hier aufpassen. Du schaffst das. Let's go, ich geh weiter. Ich hol das Ding! Mein Gott, da war es. So, Leute, wir gehen jetzt mal hier zum Strand, weil ich kann mir nur vorstellen, dass hier die Leute versteckt sind. Boah, vielleicht ist da jemand hochgeklettert hier oben hin. Oh mein Gott, ey, das wäre das 100.000 IQ-Versteck gewesen. Boah, war das eine krasse Idee gerade. Boah, bin ich gut. Jetzt mal rein in den Otto. Boah, ist das anstrengend. Ey, das dürft ihr nicht verraten, dass ich so gescheatet habe. Das wird er niemals merken. Ich sag einfach, ich habe mein Kostüm verloren oder so. Okay. Ist auch niemand? Das gibt's doch gar nicht. Ey, Leute, ich bin hier niemanden. So. Dann klaue ich mir noch schnell ein Eis. Boah, ich muss noch ein Eis essen. Ich habe voll Hunger gerade. Boah, ich nehme ein Eis mit. Da unten liegt er im Sand. Okay. So, Lukas. Der Verband? Mensch, der passt zusammen im Stuhl. Boah, hoch geht's hier, Leute. Boah. Wir haben noch eine Extra-Röhre. Ja, das ist echt groß, ja. Ich hab einfach noch niemanden gefunden. Was ist denn hier los? Alter, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Hä, was frisst du da? Nein. Hey, warum? Ich hab Hunger. Wie siehst du denn aus? Ja, dann bist du nicht angezogen. Hm. Ich cheate. Vielleicht versteck dich. Leontine ist bei den Autos. Lügner. Ja, auch nicht. Das ist echt, Ja, auch nicht. Das ist echt geisteskrank hier. Ich geh jetzt mal hier. Leontine, hau ab hier, das ist mein Versteck. Der ist da schon wieder, Leute. Mann, ey, der geht mir immer hinterher. Sucht euch eigene Verstecke, ihr Piraten. Sucht dein eigenes Versteck. Ich seh dich. Oh mein Gott, da habe ich einen gefunden! Henry, wie bist denn du da hochgekommen? Alter, wie hast du das denn gemacht? Ey, ich habe dich wirklich nur gesehen von da hinten. Digga, geisteskrankes Versteck, Mann. Er ist einfach Spider-Man, der rote Anzug passt zu dir. Wow, ich muss wirklich sagen, Respekt für das Versteck. Nicht der Erste? Ja. Ey, die könnten halt jede Sekunde zurückkommen. Da vorne liegt mein Handy, da kann ich Clash Royale spielen. So, jetzt spiele ich erstmal Clash Royale und dann Brawl Stars. Oh, ich verarsche jetzt Leontine. Leontine? Lukas ist im Krokodil drinne. Lukas ist im Krokodil drinne. Geh mal schnell in die Sandburg da hinten hin. Oh, oh. Das ist Lukas. Oh, ich höre Marvin. Ich höre Marvin.
Oh, okay, okay. War da jemand? Lukas wird mich niemals finden. Ich habe so eine krasse Idee. Ich rufe den jetzt mal an und sag ihm, dass er mich niemals findet. So Leute, hier war irgendwie im Strandbereich niemand. Aber wir gucken jetzt auf jeden Fall mal, vielleicht, ich weiß gar nicht. Hä, warte mal, was ist denn das da? Hä? Bro, da liegt doch Marvin im blauen Kostüm, oder? Siehst du es auch? Hä? Lol, das ist Marvin, ich hab Marvin. Hä, warte mal kurz. Hä? Digga, WTF? Oh mein Gott, warte, Marvin ruft mich an. Leute, Marvin ruft mich gerade an. Ey, das ist ausgestopft. Das sind Bälle oder so. Oh mein Gott, das ist nicht Marvin, oder? So, ich rufe jetzt nochmal. Der hat mein Kostüm gefunden, glaube ich. Digga, da sind nur so Klötze drin. Und Marvin ruft mich gerade an. Leute, ich muss kurz hier die Aufnahme beenden. Ich gehe mal kurz ran. Hallo, Marvin? Ja? Hey, Digga. Bro, ich habe hier gerade dein Kostüm gefunden. Was ist denn los? Du findest mich niemals. Hä? Hast du Digga, ich dachte, ich hab dich... Du hast mich Digga, nicht. Du hast mit Bällen ausgeschoben und mit Klötzen. Ja, ich weiß. Du findest mich niemals. Du findest mich auch niemals. Oh, Alter, Leontin ist auch bei dir? Du wirst mich niemals finden und ihn auch nicht. Hä? Oh mein Gott, ey, WTF, ich finde euch sofort, ich sag's dir. Ich cheate so krass. Lukas, ich find dich jetzt. Du findest mich niemals. Viel Spaß beim Suchen. Das Einzige, was du gefunden hast, ist meine Haut. Ciao. Leute, ich hab doch gesagt, er wird mich niemals finden. Ich bin viel zu krass mich dafür. Auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir suchen jetzt mal weiter, Leute. Ich muss, glaube ich, dir noch mal kurz die Rutsche rutschen. Hier sind die Bauchplätze. Leute. Wow, Jonas! Was? Scheiße. Digga, wo bist denn du? Alter! Hä, ich hab da schon mal nachgeguckt. Hast du das Versteck gewechselt, Jonas? Ja. Leontin, du kriegst die 10.000 nicht, weil ich zu krass bin. Ich bin Joker. Ciao. Ich hab eine Frage. Was denn? Machen wir Hälfte, Hälfte? Ja, okay, Hälfte, Hälfte. Ja, okay, gut. Okay, komm, wir machen Hälfte, Hälfte dafür, dass wir dich jetzt finden, okay? Was? Hälfte, Hälfte dafür, dass du dich jetzt finden. Nee. Ich geb dir 8.000, wenn du dich jetzt finden lässt. Nee. Hey, lass mich doch nicht so einfach bestechen. Warte, ich geh mal weiter. Okay, Jungs, dann habe ich euch beide schon mal. Okay, Leute, kommt mal mit. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die beiden endlich finden. Das ist Leontin. Leontin ist hinterm Vulkan! Hä, ich hab Marvin gehört. Ha, warte mal, darf ich was lang huschen sehen? Ah! Wow! Alter, hab ich mich erschrocken, Leontin. Alter, du bist einfach entlang gerannt. Oh mein Gott, Alter, auf einmal warst du da in der Ecke. Ich war unter den Trampolinen. Wirklich? Da hab ich dich gar nicht gefunden, Mann. So, ich hab jetzt gewonnen, sind alle gefunden worden. Ich bin einfach zu krass in diesem Spiel. Niemand findet mich. Ich würde sagen, jetzt finde ich die mal und nicht die mich. Oder? Ja, wow! Hä? Digga, oh mein Gott! Ja, ich habe gewonnen, ne? Alter, ich habe mich übelst erschrocken, Mann. Ja, das zweite Mal habe ich dich geprankt und veräppelt. Das erste Mal hast du mein Kostüm gefunden, da hast du gedacht, hast du mich und jetzt habe ich dich gefunden. Digga, wo warst du? Ja, ich war einfach krass, ne? Ich hab mich finden lassen, jetzt gibt's mir. Ja, Leontin, du kriegst die Hälfte ab. Wir machen die Hälfte der Kohle, kriegst du ab. Alter, ey Jungs, ihr seid richtig ehrenlos. Ihr habt hier einen Pakt gegen mich gemacht. Nee, so nicht. Alter, Leute, ich würde sagen, das soll es da gewesen sein. Lasst ein Like, dann kurzes Abo. Ciao, ciao.